Willkommen zu unserem Video 8 Zubehörmagazin. Mein Name ist Peter Bach. Neulich habe ich mal meine Modellbahn gefilmt. So richtig schön formatfüllend. Mit Sony ist sowas ganz einfach, weil das Zubehör stimmt. Von der Akkuleuchte bis zum Zoom-Mikrofon. Qualität mit System. Kein Wunder, dass es auch einen Spezialkatalog gibt. Diesen hier. Sie haben bestimmt viele Ideen. Sony hat die entsprechenden Lösungen. Einige besonders interessante möchte ich Ihnen jetzt vorstellen. Nehmen wir zum Beispiel diesen kleinen Akku hier. Etwas schwerer als eine Tafel Schokolade, aber mit viel mehr Energie. Was heißt das? Der NP55 etwa bietet ca. 45 Minuten Unabhängigkeit. Der NP77 bis zu 90 Minuten. Energie theoretisch für ein ganzes Fußballspiel. Und wenn das mal nicht reicht, der NP4000 liefert Energie bis zu 6 Stunden. Ein echtes Kraftpaket. Mit ihm können Sie Energie auf die leichte Schulter nehmen. Der Gipfel der Beweglichkeit ist der Sony Akkugürtel. Bestückt mit 2 NP77 ist er bis zu 180 Minuten lang Ihr persönliches Energiebündel. Und weil auch Akkus einmal aufladen müssen, gibt es das BC55. Das Ladegerät für den NP55. Es lädt Akkus bei Netzspannungen von 100 bis 240 Volt. Ihr Reisebegleiter rund um die Welt. Für zu Hause ist dieses Gerät ideal. Das ACV55 lässt sich entweder als Ladegerät für Akkus oder als Netzteil für Ihren Camcorder einsetzen. Und das sogar im Auto bei 12 und 24 Volt. Und wenn Sie nun mal vom Auto oder vom Boot aus filmen, der Adapter DCP55 macht jede 12 oder 24 Volt Batterie zur Steckdose. Den Luxus, außerdem auch im Auto Ihre Akkus zu laden, bietet Ihnen der DCV30, die kompakte Ladenetzteilkombination für die Reise. Und wenn Sie weder Steckdose noch Autobatterie noch Akkus zur Hand haben, der Batteriepack EPB55 braucht einfach nur 6 Mignon Zellen. Für den Schultercamcorder CCDV200 gibt es ein spezielles Energieprogramm in anderer Bauform. Mit Ausnahme eines Batteriepacks bietet Sony auch hier ein komplettes Sortiment. Drehen Sie Ihre Videofilme oft innen? Dann sollten Sie für alle Fälle eine Videoleuchte bereithalten. Denn kommt das Licht nur von oben, wirken Blicke oft matt und stumpf. Die Batterieleuchte HVL10 lässt alle Augen strahlen. Die HVL20 setzt auch größere Dinge ins rechte Licht. Und wie Sie sehen, benutzen wir zur optimalen Kameraführung ein Stativ. Kommen Sie doch etwas näher. Kennen Sie die RM95? Sie steuert fast alle Kamerafunktionen eines Camcorders, während Sie das Bild zum Beispiel auf einem Monitor oder auf dem Videomorgman betrachten. Es empfiehlt sich die Benutzung eines Stativs. Dieses hier zum Beispiel ist das VCT 800. Leicht und dadurch ideal für unterwegs. Selbst wenn es tierisch wird, bleibt die RM95 Ihr direkter Draht zum Camcorder. Starten, stoppen oder zoomen, kein Problem. Das Sony-Stativ VCT 350 sorgt bei Aufnahmen dieser Art für den festen Stand. Klein und leicht findet es sogar in einer Handtasche Platz.
Für die Bequemlichkeit zu Hause sorgt die RM152. Sie starten mit ihr Aufnahme, Wiedergabe, Vor- und Rücklauf des Camcorders. Drahtlos. Das ist auch eine Transportmöglichkeit. Aber es gibt viel bessere. Für Reise oder Spaziergang, für größere oder kleinere Ausflüge, Sony hat auch hier für Sie die richtige Lösung. Nehmen Sie die Tasche LCS R330. Leicht, schick, klein und doch mit viel Platz. ...80, was da alles... Die Sony-Schutzhülle schützt Ihren Camcorder vor Staub, Sand und natürlich vor Regen. Hier der Safe für Ihre V200 mit Platz für enorm viel Zubehör. Der Profi-Koffer für die Seamount Handycam. Die Systemlösung, die Sicherheit und Ordnung schafft. In vielen Fällen reicht Ihr Camcorder-Mikrofon vollkommen aus. Es sei denn, jemand ist weit entfernt oder Sie haben starke Nebengeräusche. Zum Beispiel Wind. Sony bietet hier drei Spezialmikrofone. Das ECMK120 mit umschaltbarer Richtcharakteristik schwächt Nebengeräusche stufenweise ab. Das ECMZ200 kann das sogar stufenlos. Für die CCD V200 bietet Sony das Stereomikrofon ECM 959 an, mit umschaltbarer Richtcharakteristik für 90 und 120 Grad. Mit der Hörsprechkombination DR200 wird die V200 zum akustischen Notizbuch. Während Sie den aufzunehmenden Stereoton mithören, können Sie Kommentare dazu sprechen. Gelegentlich stören Umweltgeräusche oder man benötigt zur Aufnahme zwei Mikrofone. Mit dem Tonmischer MXV8 lassen sich zwei Mikrofone und eine Stereotonquelle, zum Beispiel ein Walkman, parallel an fast jeden Camcorder anschließen. Sie gestalten den Ton während der Aufnahme direkt vor Ort. Gefalle ich Ihnen? Sony-Vorsatzlinsen und Trickfilter machen Ihr Hobby noch kreativer. Wem zum Beispiel die Brennweite seiner Camcorder-Optik nicht ausreicht, dem bietet Sony verschiedene Vorsatzlinsen bis zu einem Faktor von 2,0. Annäherung kein Problem. Im Nahbereich werden Vorsatzlinsen bis Faktor 0,4 angeboten. Das schafft Raum, wo keiner ist. Sehen Ihre Schneeaufnahmen blass aus? Der VF46 lässt sie leuchten. Lassen Sie sich von den folgenden Bildern verzaubern. Sie sind alle mit Sony-Effektfiltern aus dem Filterset VF200 aufgenommen. Übrigens auch bei der Verwendung von Vorsatzlinsen und Filtern empfiehlt sich ein Stativ.
Der Spaß am Videografieren hört nicht beim Drehen auf. Mit der Nachbearbeitung geht's weiter. Schritt 1, der Schnitt. Kennen Sie das? Szenen sind zu lang, unbrauchbar oder einfach an der falschen Stelle. Der Schnittcomputer RME100 schafft Abhilfe. Als Steuerteil zwischen Camcorder und Aufnahmegerät steuert er alle Schritte komfortabler als bei einer normalen Überspielung. Geben Sie einfach Ihre Schnittwünsche ein. Der RME100 führt Sie aus. Sollten Sie mal unsicher in der Schnittfolge sein, simuliert er auch Schnitte, um Ihnen die Szenenfolge einmal vorzuführen. Zur Erweiterung bieten wir das Modell RME300 an. Es hat zusätzlich einen Textgenerator eingebaut. Geben Sie einfach Ihren Titel ein, wie mit einer Schreibmaschine. 4 Titel können Sie abspeichern und bei Bedarf abrufen. Mit der lernbaren Fernbedienung des RME300 können Sie fast alle Infrarot-fernbedienbaren Videorekorder ansteuern und in den Schnittplatz integrieren, also auch Ihren bisherigen Videorekorder. Jetzt der zweite Schritt der Nachbearbeitung. Die Sony Trick- und Effektgeräte der XV-Reihe. Als ersten Baustein den XVC700. Ein wahres Multitalent, denn er korrigiert und gestaltet Bild und Ton. Er bietet viele Möglichkeiten. Ich zeige Ihnen einige Beispiele. Hätten Sie mich lieber negativ? Was halten Sie von Soft? Oder schieben Sie mich doch einfach mal aus dem Bild. Aber lassen Sie mich bitte wieder rein. Der XVC700 kann noch mehr. Farbkorrigieren zum Beispiel, wenn Sie versehentlich mal den automatischen Weißabgleich abgeschaltet haben. Oder bei zu blassen Farben. Mit dem XVC700 können Sie Farben problemlos korrigieren. Das Gerät bietet auch die Möglichkeit, den Ton zu bearbeiten. Sie können bis zu 3 Tonquellen mischen. Hier ist ein weiteres Gerät. Ein zweiter kreativer Baustein. Der Bildcomputer XVT600 ist ein echter Grafikkünstler, weil Sie mit ihm Schwarz-Weiß-Vorlagen einlesen und dann individuell bearbeiten können. Das Zauberwort heißt Scanning. Schauen Sie. Und nun können Sie Farben hinzufügen, Farbflächen füllen, vergrößern, korrigieren. Na, wie ist das? Ich zeige Ihnen noch was. Den dritten Baustein. Ich nehme den Schriftzug Sony auf, speichere ihn ab und kann ihn dann beliebig einsetzen. Dieses kompakte Gerät macht es möglich. Sie brauchen auch für Ihren Film bestimmt einen guten Titel. Nehmen Sie den XVT500, den digitalen Video Superimposer. Der macht Sie wirklich kreativ. Sie können diesen Schriftzug nun verändern. Färben Sie ihn ein. Oder möchten Sie ihn lieber reverse? So wie es Ihnen Spaß macht. Probieren Sie es aus. Eine andere Art der Schriftgestaltung bietet unser Textcomputer XVT550. Mit verschiedenen Schriftgrößen, verschiedenen Schrifttypen, der Möglichkeit, eigene Zeichen zu kreieren und das alles in 14 Farben. Mit der Maus haben Sie alles im Griff. 12 Ein- und Ausblendmöglichkeiten stehen Ihnen zur Verfügung. Das ist Videografieren kreativ. Sehen Sie, so kann auch Ihr nächster Titel aussehen.
Liebe Videofreunde, bekommt man da keinen Appetit, sofort loszulegen? Jedes Gerät der XV-Serie ist ein wahrer Zauberkünstler auf seinem Gebiet. Und gemeinschaftlich erfüllen sie beinahe alle Wünsche eines kreativen Videografen. Sony hat System. Bis ins Detail. Natürlich auch bei den Kabeln. Auf die richtige Verbindung kommt es an. Welche Geräte und Typen Sie auch verkabeln wollen, Sony hat die Lösung. Auch für Film- und Fotofreunde haben wir die Verbindung zu Video hergestellt. Videografieren heißt für Sie, Ihre liebsten Urlaubsfotos werden wieder aktuell. Mit dem HVT80. Ein ideales Gerät zum Überspielen von Schmalfilmen, Fotos und Dias auf Video. Mit einem Zoom-Camcorder holen Sie selbst die kleinsten Details groß ins Bild und damit auf Kassette. Für besonders mobile Videografen gibt es den Video Walkman. Auch hier bietet Sony ein umfangreiches Zubehörprogramm. Apropos Video 8-Kassetten. Die von Sony garantieren Ihnen absolute Spitzenqualität. Wenn Sie wollen, bis zu 180 Minuten nonstop. Übrigens, ab Juli gibt's die neuen Video 8 High-Grade-Kassetten. Die sollten Sie dann mal ausprobieren. Zum Schluss noch ein Tipp für alle kreativen Videofilmer, die sich ausführlich über ihr Hobby informieren möchten. Sony hat in Zusammenarbeit mit dem Falken Verlag zwei Videokassetten mit Begleitbüchern zum Thema Videografieren veröffentlicht. Sie zeigen noch viel mehr praktische Anwendungen und Tipps. Diese beiden Sets empfehle ich ganz besonders. Zu beziehen sind sie über den Sony Video Club. Die Clubadresse entnehmen Sie bitte dem Abspann. Das war's. Sony Video 8 Zubehör von A bis Z. Das System mit Erfolg für Erfolg mit System.